Hallo und herzlich willkommen zur dritten Kino-Review inzwischen schon von All About the E. Wir wollen uns ja langsam steigern, sicherlich wird es auch noch mehr geben, denn ja, jetzt ist ja schon der heiße Sommer, es gibt so viele Filme, über die man sprechen kann. Nach auf jeden Fall einem mittelmäßigen Film, Jurassic World, dann einem fürchterlichen Film, Kartoffelsalat, kommt jetzt der dritte Film, den man schon an der Melodie erkennen sollte. Und wer es nicht an der Melodie erkennt, hat auf jeden Fall was verpasst und sollte auf jeden Fall schleunigst die ganzen Filme nachholen. Und mit mir diesen Film besprechen wird der Yannick. Moin moin. Genau, ich hatte ja am Anfang versucht, die Melodie immer ins Mikro zu summen oder beziehungsweise zu imitieren. Aber es blieb bei dem Versuch, weil ich immer von Mission Impossible, den Film, den wir besprechen werden, kam ich immer auf Mortal Kombat, weil die sich so ähnlich sind. Und wenn du die ersten Töne machst, dann bist du auf einmal in der anderen Melodie drin. Und ich glaube, wir haben, ist jetzt unser fünfter Anlauf oder so. Ja, ich glaube, es ist der fünfte. Und auf jeden Fall, endlich haben wir es geschafft. Mission Impossible Rogue Nation, der neue Film. Mit Tom Cruise natürlich in der Hauptrolle. Wer hätte es gedacht? Und ich war in der englischen Version, du wahrscheinlich in der deutschen. Ja. Von daher ganz interessant, dass wir immer so zwei Varianten haben. Und von daher sehr, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, diesen Film zu besprechen. Und erstmal, mit welchen Erwartungen bist du so in den Film gegangen? Eigentlich mit vielen, weil ich den vierten relativ gut fand. Also das war ja längere Pause nach dem dritten und den vierten fand ich dann wieder relativ gut. Das hat einen wieder so erfrischt. Und dann bin ich halt auch mit den Erwartungen eigentlich in den fünften reingegangen. Obwohl fünf Filme, also ich finde, fünf Filme müssen bei keinem Franchise sein, aber trotzdem, es hat eigentlich wieder gut, es hat gut entertained und deswegen fand ich es jetzt eigentlich nicht so schlimm, dass es schon ein fünfter ist. Ja, also ich hatte auch vorher viel von dem Film gehört, dass er gut sein soll. Und von daher habe ich schon was erwartet. Allerdings erwarte ich von Mission Impossible nicht, dass er jetzt der beste Actionfilm des Jahres wird, sondern Mission Impossible ist für mich so richtig schönes Popcorn-Kino. Ich setze mich rein und lass mich berieseln und ich muss nicht viel nachdenken und so weiter. Und ich erwarte auch nicht, dass da das größte Spektakel aller Zeiten kommt, sondern es soll einfach eine kurzweilige Unterhaltung sein, finde ich. Und also kurzweilig im Sinne von qualitativ ansprechend. Und das, finde ich, konnte es schon liefern. Ich finde Mission Impossible, also damals konnte man es natürlich noch sagen, weil der Film noch nicht draußen war, aber ich finde Mission Impossible ist so eine Mischung aus Bourne, Bond und Kingsman jetzt. Also Kingsman, stimmt, war ja, ja so Agentenfilm mit Witz und da, ja, mit Simon Pegg. Auch ein Film, den wir mal besprechen sollten, habe ich auch im Kino gesehen. Also Simon Pegg bringt ja immer Comedy mit rein, allein durch seine Simon Pegg wollte ich kurz einwerfen. Ja, ich auch, der hat halt einfach diese Ausstrahlung, wo du einfach lachen musst, wenn du ihn siehst. Und deswegen, der hat halt so ein bisschen Witz, ist aber auch ernst und deswegen ist das so eine perfekte Mischung daraus eigentlich, dass es halt nicht zu ernst ist so und aber auch nicht zu goofy. Allein die Szene, wo er im Büro sitzt und ich weiß gar nicht mehr, was er zockt. Was zockt er denn? Halo, Call of Duty. Ich weiß nicht, Call of Duty oder Halo, ja. Also Call of Duty glaube ich nicht. Ich meine, er zockt, ich bin mir ziemlich sicher jetzt wieder, er zockt Halo, weil da oben diese Schildanzeige war oder so. Falls es jemand noch weiß und sagt, ey, die haben doch das gezockt, das musst du doch kennen. Ich kenne mich mit Shootern leider nicht so aus. Aber ich bin der Meinung, es war Halo. Wenn es jetzt Halo ist, dann werden mich natürlich jetzt alle hassen. Oh, wie kannst du nur Call of Duty als Halo bezeichnen? Wobei sich, glaube ich, die Halo-Spieler mehr darüber aufregen würden, ja, wenn natürlich, du Halo natürlich als Call of Duty bezeichnest. Ja, weil Call of Duty ist ja so modern geworden. Genau, so zu diesem, zu einem Spiel der Popkultur geworden. Ja, genau. Und Halo ist halt mehr so für richtige Gamer und die würden sich, glaube ich, ein bisschen verärgert fühlen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Auf jeden Fall war die Szene ganz witzig, wo er das Spiel, ich nenne es jetzt mal Halo, gespielt hat und so einen Spiegel hatte und geguckt hat, wann kommt jemand und dann schnell umschaltet. Ja, das war später beim Lügendetektor-Test sagte er auf einmal, dass er am meisten recherchiert hat von allen Mitarbeitern und am meisten arbeitet. Und ich fand das halt cool so, wo ich dachte, oh, das ist so unrealistisch. Und dann hast du halt gemerkt, dass er den Lügendetektor einfach nur überlistet hat und es gar nicht stimmte, was er sagte. So, weil sonst ist es halt immer so die Guten, die lösen alle Fälle, können nebenbei noch zocken und schaffen das trotzdem alles und so, wo ich denke, ja,
null Ecken und Kanten, aber das hat man dann, fand ich, ganz gut gelöst, so indem er einfach nicht die Wahrheit gesagt hat. Von daher fand ich das schon sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall, der Film hat ja die Handlung, es geht auf jeden Fall los, um das kurz, um den großen Handlungsbogen mal zu erklären. Natürlich Spoiler Alert, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn und hört dann unsere Review. Es geht darum, dass sie am Anfang so ein Flugzeug kapern, wo Sprengköpfe oder explosives Material an Bord ist, und das Flugzeug soll sie aufhalten, und das tun sie auch, und später stellen sie halt fest, dass oder im späteren Verlauf wird halt, stellt man fest, dass diese Aufgabe, die sie da hatten, nur ein abgekatertes Spiel war, um rauszufinden, wer sie sind, damit man die Identität der Geheimagenten, die das Flugzeug kapern, auflösen kann. Und so wissen die halt dann, wer Ethan Hunt, der von Tom Cruise gespielt wird, ist, und jagen ihn dann quasi. Und die ganze böse Organisation, da nennt sich das Syndikat. Das war für mich schon so der Moment, wo ich einfach, da war ich einfach schon zufrieden, weil der ewig 33 gebliebene 53-jährige Tom Cruise, der dann einfach mal aufs Flugzeug drauf springt und quasi bis kurz vor nicht mehr atmen da draußen rumklebt und bis die Tür endlich aufgeht. Das ist für mich einfach schon sowas, das finde ich, dann hat mich so ein Film schon, rein von der Action her eigentlich. Ja, weil es halt auch einfach geil ist. Also ich muss sagen, Mission Impossible schafft's einfach, und deswegen finde ich zum Beispiel ein Mission Impossible 10-mal geiler als irgendeinen dummen Michael Bay-Film, weil sie halt einfach, Michael Bay wirkt nicht natürlich. Es gibt zwar schon Actionfilme oder so, die trotz CGI und allem natürlich wirken, aber Mission Impossible schafft's einfach so, dich so reinzuziehen, weil's halt so echt wirkt und so, und das haben die während des ganzen Films, wir kommen dann noch später zu einer Szene, die für mich bis jetzt die Szene des Jahres ist, muss ich sagen, weil die hat mich so geflasht. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so ging, aber mich hat die total umgehauen. Und die mit dem Flugzeug war schon ziemlich geil, so am Anfang anzuheizen. Man hat die Szene ja auch im Trailer und so gesehen, und ich hätte eigentlich gedacht, sie kommt ein bisschen später im Film. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man die gleich am Anfang bringt. Ich dachte jetzt, das wäre eine der Endszenen, so wo er dann am Flugzeug hängt oder so. Aber fand ich dann ziemlich überraschend, dass das gleich so eine Anfangsszene war. Ja, und generell halt dieser ganze Anfang so, weil das, wo die miteinander telefonieren und so, dass das alles gar nicht gerade so läuft, wie es ist. Und dann tippt er da auf seinem Tablet rum, alles auf Russisch irgendwie. Und dann macht er erst die andere Luke auf und so. Das war halt wieder so ein Moment, da konnte man dann auch wieder lachen, und ja. Obwohl es eigentlich eine total ernste und lebensgefährliche Situation war. Ja, auf jeden Fall. Da muss man erstmal lachen können. War schon ziemlich gut, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die finden, das Syndikat findet dann halt raus, dass die zum IMF, das ja die Organisation ist, der Tom Cruise in diesem Fall, also Ethan Hunt und so weiter, angehören, und die wollen sie halt quasi auseinandernehmen, könnte man sagen. Und ja, das funktioniert scheinbar auch anfangs ziemlich gut, denn Ethan Hunt wird dann, also ich sag jetzt immer Tom Cruise, dann weiß jeder, wer gemeint ist eigentlich. Tom Cruise wird dann halt für den Bösen gehalten und wird dann eigentlich den Film über auch von den eigenen Leuten gejagt, weil man halt denkt, er denkt sich dieses Syndikat nur aus. Und das fand ich in der Tat ganz interessant, dieses Ding, und wie er dann versucht herauszufinden, wer zum Syndikat gehört und gleichzeitig wegläuft vor den eigenen Leuten. Und das war schon ganz nett auf jeden Fall. Ja, vor allem, also, das so, er hat ja, das, man weiß ja auch nie, ob was stimmt gerade so richtig. Also, ja. Man weiß ja nie so richtig, wer ist jetzt gerade der Böse und wer ist der Gute. Ich finde gerade die Frau hat für mich mit die beste schauspielerische Leistung abgeliefert, allein weil man fast bis zum Ende nie wirklich weiß, auf welchen Seite sie jetzt wirklich ist. Weil eigentlich, ja. Also sie geht immer wieder zu den Guten, aber dann ist sie auf einmal wieder böse und will wieder doch bestehen. Also die hat ihren Job schon verdammt gut gemacht als Agentin, als Doppelagentin, ja. Das ist also generell, ich finde dieses, das ist, man, es hat vieles offen gelassen, man weiß nicht direkt, wer wohin gehört, und das fand ich auch generell gut an dem Film, dass es viel bis zum Ende offen gelassen hat. Wobei es ja die eine Szene gibt, du sagtest es ja schon, er lernt dann diese Frau kennen, die ihn dann mal betrügt, aber dann wieder doch für ihn arbeitet, und was ich ganz witzig fand, es gab eine Szene, wo man auch, glaube ich,
ist das das zweite Mal, wo man den, also man sieht den Chef dieser Organisation quasi das erste Mal, wo er vor Tom Cruise Augen eine Frau erschießt. Ja, genau. Und so weiß Tom Cruise, dass er existiert und jagt ihn halt, aber dann sieht man ihn länger nicht, weil halt so, ich muss diesen Mann finden und er hat nur so eine Zeichnung von ihm, weil es kein Bild von ihm gibt und was weiß ich, und er versucht dann halt den zu suchen und kaum einer glaubt ihn, außer sein Team natürlich. Ja. Und auf jeden Fall, die Frau arbeitet dann als Doppelagentin, auch unter anderem für halt genau diesen Typen. Und der von Sean Harris übrigens gespielt wird. Auch ziemlich gute schauspielerische Leistung. Aber ich finde, man hat da so eine Möglichkeit ausgelassen, für mich die Szene des Jahres zu kreieren. Ich weiß, vom Drehbuch her wäre es total schwach, oder ich würde nicht mal sagen, es wäre Schwachsinn gewesen, aber es wäre halt schon hart gewesen, sage ich mal. Und es gibt so eine Szene, wo sie diesen den Sean Harris halt trifft. Übrigens, die Frau wurde gespielt von Rebecca Ferguson. Wer sie kennt. Und die übrigens auch, sehe ich gerade, die hat ja in Hercules mitgespielt, in dem The Rock. Ja, Hercules. Der war zum Vergessen. Ja, das stimmt, aber sie hat bei The Rock zumindest mitgespielt. auf jeden Fall gibt's dann so eine Szene, wo sie dann da steht, halt so als Badass Woman, und wirft dann so eine Pistole auf den Tisch und sagt, hier, wenn du schon jemanden erschießen willst, dann mach es wenigstens selbst. Und dann nimmt er halt die Waffe und erschießt seinen Wachmann. Und ich dachte so, oh, das ist so schade. Ich warte noch auf den Film, wo so wirklich mal richtig, wo du denkst, fuck, oder ich weiß, oh, wie hieß der Film? Scheiße. Das weißt du sicherlich. Mit Denzel Washington. Equalizer? Nee, nicht der neue. Nee. War das überhaupt Denzel Washington? Ja, wo er da auf der Straße steht und dann sagt der andere, der Schauspieler, ja, du drückst doch eh nicht ab, du drückst doch eh nicht ab. Das war der Schauspieler von der Luther zum Beispiel, der Luther spielt, die Serie. Und Denzel Washington in einem Film und dann sagt er, ah, du wirst mich doch hier nicht vor allen Leuten erschießen. Und bam, knallt er ihm richtig die Rübe weg. Warte, das gucke ich jetzt kurz nach. Aber ich fand auf jeden Fall, da hat man eine riesen Möglichkeit versorgt. Kannst du ja auch nochmal was dazu. Also so kann man ja auch einen Bösewicht perfekt overbringen. Ne? Also ich meine, also overbringen, ja. Also man kann ihn perfekt zum richtigen Bösewicht machen. Wie den alle auf einmal. Weil so, also natürlich war der schon krass, aber irgendwie jetzt... Der war überhaupt nicht so. Der hatte sehr viel, ich finde, der hat viel Potenzial, was aber im Film nicht wirklich genutzt wurde, weil die Person an sich wirkte schon sehr geil als Bösewicht. So wie der geredet hat und so. Und das fand ich schon ziemlich geil, aber so, das hätte er die erschossen, das wäre schon mega geil gewesen. Natürlich, es war American Gangster. Ah. Genau, also die Szene auf jeden Fall angucken ist eine der besten Szenen, weil man erwartet es halt nicht. Und das wäre wieder sowas gewesen, wenn er aufgestanden hätte und sie abgeballert hätte, ich hätte gefeiert im Kino und zwar richtig. Das fand ich auch, um so eben Bösewicht richtig böse zu machen, das fand ich zum Beispiel sehr gut in, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, John Wick? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Da am Anfang, das sieht man glaube ich auch im Trailer, John Wick ist halt so ein alter Agent und da kommen halt so die Leute bei dem ins Haus und seine Frau ist gerade gestorben und die hat ihm aber einen Hund überlassen und die kommen rein und töten einfach direkt seinen Hund. Ja. Und dann waren die bei mir unten durch. Ja. Und vor allem, ich meine, dieses Wachmann-Erschießen gibt's ja auch nicht erst. Ich erinnere mich auch noch, aber das machen halt auch schlechte Filme. Irgendwie machen das nur schlechte Filme. Habe ich so das Gefühl. Ich meine, Mission Impossible war kein schlechter Film, absolut nicht. Aber sonst machen es fast nur schlechte Filme. Dieses, hier, erschieß mich. Und anstatt dann die Person zu erschießen, die das gesagt hat, einfach so eine random Figur, die im Hintergrund steht, zu erschießen. Ich erinnere mich noch bei Daredevil, wo der Typ, der auch, oh Mann, wie heißt der? Der auch bei Green Mile mitspielt. Der bei Daredevil dem Kingpin spielt. Duncan, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Genau. Mit Nachnamen heißt Duncan. Der ist tot, auf jeden Fall, das weiß ich. Genau, und der hat irgendeine Konversation und er wirkt dann einfach am Ende seine Wachleute. So, wo ich denke, sehr geil. So, es bringt keinen Bösewicht, du hast keinen Bösewicht mehr, nur weil er irgendwelche random Figuren am Rand, ist auch gut, irgendwelche belanglosen Figuren erschießt,
er muss jemanden abballern, der wirklich krass ist. Also der wirklich im Film drin ist und so, wo du dann wirklich denkst, Alter, du Wichser. Und das machen, glaube ich, zu wenig Filme, finde ich. So einfach mal. Ja, es gibt auch so ganz oft, da gibt es so eine Rangelei so zwischen, beziehungsweise so, ja, um eine Waffe und dann hört man nur einen Schuss und dann ist nur so ein völlig belangloser Typ einfach tot. Ja, genau, so, was interessiert der mich? So, der war ja die ganze Zeit nicht zu sehen, ob der jetzt tot ist oder nicht, ist mir doch scheißegal. So, wenn er die Frau erschossen hätte, hätte ich gesagt, wow, Alter, komm mal runter. Das, wie gesagt, fand ich auf jeden Fall schade und es fiel mir auch genau dann ein, so, ich saß da im Kino und dachte jetzt so, laut sein kann es jetzt nicht, aber wäre das geil, wenn er sie jetzt erschießt. Und auf jeden Fall fand ich es ziemlich lustig und es geht dann immer so weiter und hin und her und auf jeden Fall raufte der Tom Cruise sich dann mit der Frau und seinem und Simon Pegg zusammen, seinem Kollegen sozusagen, und sie versuchen, sie gehen in die Basis vom Syndikat und klauen da sozusagen die Daten. Und ja. Auch das war eine der vielen Stellen, wo Tom Cruise hätte sterben müssen. Was im Mission Impossible immer wieder gerne so ist, dass Tom Cruise irgendwelche lebensgefährlichen Situationen unmöglich überlebt. Der Sprung da? Nee, nicht der Sprung, dass er so lange die Luft anhalten kann, trotzdem noch wieder. Das stimmt, 3 Minuten waren es am Ende, glaube ich. Ja, wobei, es waren ja über drei Minuten. Dann schwamm er ja da noch drin rum, dann kam sie und dann hat sie ihn ja wiederbelebt. Aber ich glaube, wenn man so lange schon da rumgetrieben ist, dann kann man nicht mehr wiederbelebt werden. Das glaube ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich halte das für realistisch. Ich möchte mal jemanden, vielleicht kennt sich jemand gut mit Medizin aus und kann das mal drunter schreiben. Ich glaube in der Tat, wenn du, dass du nicht 3 Minuten die Luft anhalten kannst, aber selbst wenn du ohnmächtig bist, bin ich der Meinung, man könnte dich sicherlich noch, wenn du 6 Minuten oder 7 Minuten unter Wasser bist, hast du noch die Chance, wiederbelebt zu werden. Nee, ich meine es mal gehört zu haben, dass wenn du ohnmächtig wirst im Wasser, du dann anfängst, das Wasser einzuatmen und du Wasser in der Lunge hast. Das heißt, die hätte irgendein Loch in seine Lunge machen müssen, damit das Wasser da rauskommt. Ah, das ist auch eine gute Theorie. auf jeden Fall, falls wir einen Mediziner haben, der uns zuhört, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall sehr interessant, was man alles aus Mission Impossible lernen kann. Man sollte es auf jeden Fall nicht versuchen, denke ich. Nein, auf keinen Fall. Und ja, es war dann natürlich noch diese Dramatik immer dazu, ja. Und irgendwas geht schief und sowas kam natürlich dazu. Was ich auch lustig fand, wie sie da eingebrochen sind und die ein Fenster da kaputt machen. Und keinen interessiert so. Es fallen keine Scherben runter. Vorher reden die noch darüber, wie schwierig ja, es ist, so, da reinzukommen. Und keiner kriegt es mit, dass die ein Fenster kaputt machen. Ja. Und das fand ich auch so, hä? Ich meine, dass es keiner hört in so einem Ding, ist klar, aber irgendwie, ja. Da fallen Scherben runter. Die Reflexion ist ja auch einfach mal eine ganz andere sofort, ja. Wenn auf einmal die Sonne reinscheint und so, wo ich denke, okay. Ich meine, wenn sogar das Wasser Metall erkennen kann, dann muss man irgendwie auch die Fenster gesichert sein. Ja, durch die Fenster kann jeder rein, ist doch klar, aber durchs Wasser seid ihr so, von unten machen wir 10 Meter Beton, von oben 10 Meter Stahl, aber durch die Fenster lassen wir ungesichert. Da kommt keiner rein. Das ist einfach, das ist doch klar, dass keiner durch die Fenster geht. So. Ja. Und das fand ich schon ziemlich lustig. Aber das gehört, finde ich, auch zu so einem Actionfilm dazu, dass er auch so ein bisschen dumm ist. Finde ich immer. Also ein Actionfilm muss nicht super intelligent sein. Und ich finde immer, solange die Unterhaltung die Unlogik überwiegt, finde ich es immer super. Ja, auf jeden Fall. Was ich aber auch wieder komisch fand, war dann, wo er diese beiden Karten hatte. Ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe, aber woher wusste der, welche die richtige ist? Ich glaube, das war echt so, dass er gesagt hat, okay, 50-50, ich nehme jetzt einfach diese Scheißkarte und hau die da rein. Also ich das verstanden. Also ich glaube auch nicht, dass er sich da irgendwie da waren ja so Nupsis drauf oder Kontakte. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass er sich die gemerkt hat. Nee, das glaube ich auch nicht, weil die sind ja auch so dann weggeflogen, als er dann unterwegs war. Und diese letzten 10 Sekunden, wo er noch Luft hatte, also Sauerstoff hatte, die gingen, also die haben mindestens 1 Minute gedauert. Ja, das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Ja. Die Frau rettet ihn ja dann. Genau. Ne, aus dem Wasser, weil sie merkt, dass da irgendwas schief läuft. Weil auch irgendwie, sie hat sich ja erst da reingehackt, damit sich das Ding aufhört zu drehen. Damit diese Strömung da rausgeht.
Und aber die haben die ja dann irgendwie wieder rausgehackt quasi und genau. Das wieder angestellt. Also die mussten quasi, nur um das nochmal zu erklären, sie mussten quasi, für die, die den Film gesehen haben, die werden es ja wissen, als die Szene, wo sie unter Wasser, oder für die, die wissen wollen oder ihn nicht gucken wollen und gerne was über den Film wissen möchten, die mussten quasi unter Wasser eine Sicherheitskarte austauschen, damit Simon Pegg da reinmarschieren kann. Und sie, die Frau, hat halt die Strömung da abgeschaltet. Genau, und was ich mich dann danach gefragt habe, diesen Raum, wo sie ihn wiederbelebt hat. Ich glaube, die haben das EKG da platziert, also falls du das fragen willst. Das nicht mal das, sondern warum dieser Raum auf einmal existiert und woher die davon wussten. Ich glaube, das haben die vorher gesagt, dass die nur daraus gehen. Also ich glaube, die wollten ja daraus und das wussten die. Und also ich hätte es auch schön gefunden, wenn es eine Erklärung, so dass die sagen, oh, wir haben hier extra das EKG platziert, weil ich halte es für ziemlich unrealistisch, dass an der Stelle ein EKG-Gerät steht. So Anfang der Kanalisation steht einfach. Ja, man hat ja auch nicht gesehen, dass sie das mitgenommen haben. Ja, also, eben. Ja, es war ja auch ziemlich groß. Also es war ja nicht so ein Taschen-EKG-Gerät. Taschen-EKG. Auf jeden Fall betrügt die Frau dann Simon Pegg und Tom Cruise und klaut dann den Stick mit den Daten. Wo ja ganz wichtige Daten drauf sind, was man noch nicht weiß, was es ist. Genau, und dann aber kommt eigentlich die beste Szene des Films, muss ich sagen. Ja. Aber du wolltest auf jeden Fall noch was sagen. Ja, also stellt sich dann noch später raus, dass das nicht der Stick ist, der richtige Stick. Ja, wobei also es ist schon der richtige Stick, ne? Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, deswegen. Es ist der richtige Stick, nur Simon Pegg hat eine Kopie von dem Stick gemacht. Ach so. Genau, und später kann sie ja die Daten nicht abrufen. Ja, weil der Typ die gelöscht hat. Genau, deswegen. Aber sie hatte auf jeden Fall auch, also es gab zwei richtige Sticks sozusagen. Alles klar. Die saßen ja dann in der Kneipe und dann so, hast du eine Kopie von dem Stick gemacht? Und Simon Pegg sagt dann so, ja, natürlich habe ich eine Kopie von dem Stick gemacht. Und das fand ich halt auch wieder so eine geile Szene. Und hat halt seinen Charakter perfekt overgebracht. Aber zu der perfekten Szene, die Frau versucht halt dann, den Leuten des Syndikats und gleichzeitig Tom Cruise zu entkommen. Und es gibt halt eine verschiedene Verfolgungsjagd. Erst Tom Cruise im Auto und sie halt auf dem Motorrad und die Leute vom Syndikat auf dem Motorrad. Und dann noch sein Kollege, der von Jeremy Renner, der ja auch bei Avengers, der den Hawkeye spielt. Und dann den, wie wird der ausgesprochen? Wing Rams. Ja. Der spielt ja auch seit Teil 1 mit. Ja. Ich den finde ich auch super. Ich mag den auch total gerne. Und die verfolgen dann noch Tom Cruise und die Frau. Und dann geht's am Ende quasi der Verfolgungsjagd, gibt's ein Segment, als dann sich alles vermischt und nur noch ganz wenig da sind, verfolgt Tom Cruise, zwei Leute des Syndikats und die Frau. Und alle sind halt auf dem Motorrad. Und diese Szene ist bis jetzt, so was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, meine Szene des Jahres. Die war so brillant gefilmt, fand ich. Einfach die Kamerabilder, die man hatte. Es gab Bilder aus Cockpit-Sicht, wo dann das Motorrad und nicht CGI, sondern wirklich, du hast wirklich gefühlt so, wow, das fährt direkt auf einen LKW zu, zieht vorher rechts rüber und so. Ich hatte ein richtig geiles Gefühl dabei. Vielleicht haben andere gesagt, oh, ich fand das jetzt nicht so geil. Aber ich muss sagen, ich fand die Szene, ging irgendwie 3 bis 5 Minuten, fand ich extrem geil, wie sie auf dem Highway die Motorradverfolgungsjagd haben. Ich fand das eine, und weil sie auch so extrem authentisch war. Also kaum Computerszenen und so. Klar, wenn da einer vom LKW überfahren wird. Ich glaube nicht, dass die das echt gemacht haben. Halte ich zumindest für ein Gerücht. aber ich fand die Szene extrem geil gefilmt. Ja, also generell so, man hat ja auch viel, es war auch viele verschiedene Kameraeinstellungen vor allem. Man ist ja nicht immer einem Motorrad die ganze Zeit gefolgt, sondern es hat immer wieder gewechselt und es sah generell immer sehr gefährlich und nicht gerade gesund aus. Und der Sound dazu, den die Motorräder gemacht haben und so, war extrem geil. Also, wenn ihr sagt, ihr wollt euch den Film angucken, dann würde ich euch sowieso raten, wartet nicht auf die DVD, sondern guckt ihn euch im Kino an, weil da wirklich Kamera und so drin sind. Das kommt im Kino extrem geil rüber.
Aber da gab es eine Szene, wo mich der Sound extrem genervt hat, und das war in der Oper. Ja, gut. Jetzt. Diese ganze Zeit diese klassische Musik im Hintergrund, das hat mich extrem abgenervt. Hast du was gegen klassische Musik? Ich arbeite immerhin bei einem der größten klassischen Musiklabel der Welt. Also, jetzt muss ich mal sagen, pass auf, was du sagst. Mein ganzer Tag besteht darin, Opern und Ballett und alles zu vermarkten, sozusagen. Das hat für mich halt so ein bisschen die Intensität des Kampfes kaputt gemacht, wenn von weiß nicht, wie es heißt, du weißt wahrscheinlich, wie es heißt, das Lied, was da lief. Nee, tatsächlich, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, muss ich sagen, was da hier ging. Irgendwas mit Götterfrieden war das, ich weiß es nicht mehr. Du meinst Götterdämmerung? Ja, kann sein. Das ist doch aus dem Ring des Nibelungen von Wagner. Da ist doch auch die Walküre drin, was ja auch zum Beispiel die Einzugsmelodie von dem Wrestler Daniel Bryan, also viele werden es natürlich wissen, die auch die Wrestling-Reviews auf meinem Kanal hören, aber Daniel Bryan ist das ja auch die Einzugsmelodie, die, also verändert natürlich, aber dieses und auch die Titelmelodie eines anderen Films mit Tom Cruise, Operation Walküre. Richtig, weil danach ist das ja auch benannt. Es gibt ja. Warte, wenn ich es nicht falsch verstehe, es gibt Der Ring des Nibelungen von Wagner besteht aus 4 verschiedenen Teilen. Und der erste Teil ist der Vorabend, ist, glaube ich, Rheingold. Der zweite Tag ist die Walküre. Nee, der erste Tag, also Vorabend ist Rheingold. Der erste Tag ist die Walküre. Der zweite Tag ist Siegfried. Und der dritte Tag ist Götterdämmerung. Da sehen wir halt, dass wir hier einen echten Experten in der klassischen Musik haben. Kann man mal sehen. Ne? Es kann auch sein, dass eins davon vertauscht ist, aber ich glaube, das war richtig. Ja. Und nee, mich hat es auf jeden Fall gefreut. Ich fand das halt so, die haben da gekämpft und sich so richtig geschlagen und dann lief die ganze Zeit diese Musik und es war ja megamäßig laut. Ja, das stimmt. Das hat mich halt so ein bisschen dann so nach. Am Anfang war es nicht schlimmer, der Kampf hat ja irgendwie 10 Minuten lang gedauert und immer wieder kam ein neues Lied. Wobei ich sagen muss, das in der Oper fand ich schon ziemlich komisch, weil, also man darf mir jetzt nicht böse sein, aber das Syndikat soll so eine Bedrohung für die Welt darstellen und wen wollen die erschießen? Bitte jetzt wirklich nicht böse sein, aber den Premierminister von den Minister von Österreich. Ich weiß auch nicht. Also, aber hätten sie wenigstens erklärt, was der Premierminister von Österreich für eine wichtige Rolle in der Weltstruktur spielt. Ja, hätten sie da irgendwas erfunden, dann wäre das ja in Ordnung gewesen. So können die nicht irgendjemanden Wichtigeren erschießen, so als erstes, wo ich so denke, okay, ich meine, sicherlich ist das eine wichtige Person, aber für den ersten, den ich erschieße, wenn ich so eine Organisation habe, da erschieße ich doch, keine Ahnung, den von Frankreich oder ich versuche den, wenn ich schon solche Mittel habe wie die, dann versuche ich doch den Präsidenten oder so zu erschießen und nicht den Bundeskanzler von Österreich, muss ich leider sagen. Ich weiß, wir haben österreichische Fans, das war jetzt nicht nett, aber irgendwie hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl. Aber Frankreich ist doch zu langweilig, die zeigen doch keine Abwehr. Nee, eben. Ich weiß, jetzt bin ich richtig böse, was ist die beste Strategie, Paris zu verteidigen? Keine Ahnung, hat noch niemand probiert. Oder es gibt so viele, ey, ich habe so viele, aber einen muss ich noch bringen. Wie viele Gänge hat ein französischer Panzer? 5 rückwärts und einen vorwärts 4 Paraden. Das ist einfach so gemein, aber okay, kommen wir zurück zum Film, bevor das hier ausartet. Ansonsten ist der Sound halt wirklich sehr gut und auch Kameraführung generell ist bei dem Film halt eine Sache, die man absolut herausnehmen kann als sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Szene mit dem Motorrad fand ich extremst geil. Und auf jeden Fall, er kommt ja die Frau dann und Tom Cruise stürzt und dann müssen sie die Frau wiederfinden sozusagen und es stellt sich halt raus, dass sie für den britischen Geheimdienst eigentlich dieses Syndikat infiltrieren soll und wird dann von ihrem Chef quasi verarscht. Und dann, Simon McBurney gespielt wird, der mir gar nicht so bekannt ist, aber ich fand den Schauspieler an sich ziemlich geil, muss ich sagen. Einen, den ich auch richtig. Ich finde, der hat mich so ein bisschen an, hier. Von Kingsman, ne? Den Boss, an den hat er mich erinnert. Ich weiß gar nicht, wie er gerade heißt. Der hat sonst immer nur Komödien gespielt. Der spielt bei Foxcatcher den Trainer.
Steve Carell. Ach so, weil der auch, klar, so, weil der ja, auch so genau, eine Nase hat. Der ja auch bei Anchorman mitspielt. Anchorman, genau. Super Film, den müssen wir auch mal reviewen. Ich würde sagen, mit einer der besten Comedy-Filme der letzten Jahre. Es lag so an der Nase, weil Steve Carell hat auch so eine Nase halt. Wobei Comedy auch das Genre ist. Darüber müssen wir auch eine Ausgabe machen, finde ich. Comedy ist das Genre, was im Moment am meisten leidet, finde ich. Jetzt kam ja Spy und ich muss, also Spy oder Mission Impossible, muss ich klar sagen, Mission Impossible 10-mal mehr. Ich weiß nicht, was alle mit Melissa McCarthy haben. Ich finde die Frau fürchterlich und all ihre Filme. Das ist für mich. Ich fand Taffe Mädels lustig, aber sonst auch nicht. Ich muss sagen, ich finde Melissa McCarthy ist die weibliche Version von Adam Sandler. Für mich zumindest. Also nur dass sie halt noch nicht ihre eigenen Filme produziert. Ja, das kommt ja dann noch. Aber ich fand Spy auch nicht gut. Ich weiß auch nicht, warum der so gelobt wird, aber gut. Kingsman war so ein Lichtblick, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Aber ist halt schon mehr noch Agentenfilm als Comedyfilm, würde ich sagen. So, ne? Ja. Gut, Mission Impossible 5 auch. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, sie entkommt und dann versuchen sie dann wiederzufinden und finden sie wieder und es geht immer weiter und dann finden sie auf jeden Fall raus, dass das Syndikat endlich jemand Wichtigen umbringen will. Das war jetzt böse. Aber dass dieses Syndikat den britischen Premierminister umbringen will und ja, dann hacken sie einen richtig fiesen Plan aus, wie sie es schaffen, den britischen Premierminister zu retten sozusagen, und das schaffen sie auch und dann versuchen sie halt Sean Harris, also der den Syndikatsboss spielt, zu stellen. Was eigentlich ganz cool gemacht ist, aber ich finde, du hast diesen Plan halt von Anfang an durchschaut. Das ist aber auch, weil es bei Mission Impossible immer so ist, dass Tom Cruise seinen Gegner immer einen Schritt voraus ist. Ja gut, aber so ist, also man kann sagen, der Jeremy Renner tut halt so, als würde er Tom Cruise ausliefern wollen. Ja. Und macht das aber nur zum Schein, sodass die ganzen amerikanischen Leute rüberkommen nach England und mit den Premierminister beschützen sozusagen. Ja. Und schon beim ersten Telefonat, als er so abnimmt und sagt, hey, ich stelle mich jetzt und so weiter und Tom Cruise ist hier. Also gut, er sagt, Ethan Hunt ist hier. Wäre gut gewesen, wenn er sagt, Tom Cruise ist hier. Und das fand ich halt, du hast es halt schon durchschaut, aber so ist das halt bei so einem Action-Film. Ich fand aber die Szene da am Tisch, fand ich super. Wo die da jetzt so mit, ja, Simon, genau, Peck, der hat dann so eine Kontaktlinse bekommen, damit Sean Harris sehen und hören kann. Genau, das kommt ja dann noch, ne? Ja, genau, das kommt ja dann kurz danach, so, wenn alle da sind, und dann kommt Tom Cruise da an diesen Tisch und dann sitzen die und dann, das hatte ich nicht gesehen vorher, muss ich ehrlich zugeben, dass der Typ den nur erschossen hatte, damit Tom Cruise anfängt, ihn zu suchen. Dass Sean Harris diese Frau nur erschossen hat, damit Tom Cruise überhaupt anfängt, den zu suchen. Ja. Das habe ich vorher nicht gesehen. Was ich dann aber allerdings auch vorher nicht gesehen habe, ist, dass Tom Cruise das auch schon geplant hatte. Natürlich, Tom Cruise hat natürlich alles geplant. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, nur um die Situation kurz zu erklären, der Sean Harris hatte halt Simon Peck dann während ihrer Aktion da gefangen genommen sozusagen, während sie ihn gesucht haben, und hat ihm dann eine Bombe umgelegt und mit einer Kamera als Kontaktlinse ausgestattet, die es in dem Film zwei oder dreimal zu sehen gab. Ja, bei dem einen auf jeden Fall, der so aussah wie, genau, der Terminator. Das stimmt. Nur nicht ganz so cool, muss man sagen. Ja. Zumindest cooler als der Terminator in Genesis, aber nicht so cool wie der Terminator 2. Ja. Beziehungsweise der T-1000, der Originale. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall schon ziemlich geil dann. Und dann hat er ihm halt so einen Knopf ins Ohr gesteckt und gesagt, hier, so ist es, ich habe deinen Freund mit der Bombe ausgestattet und wenn du mir die Daten nicht gibst, dann springe ich euch alle in die Luft. Und ja, das war, finde ich, ein gutes Angebot. Hat er aber abgelehnt und gesagt, ich habe die Daten vernichtet und ich habe sie in meinem Kopf abgespeichert. Das heißt, ich bin der, wenn du an dein Geld willst, weil er die ganzen Überweisungsdaten und so da hatte, dann
musst du mich am Leben lassen und kannst mich nicht in die Luft sprengen. Ja, das war sowas wie der große Clou, so das Syndikat, das war ja, das war, wonach die daher waren, das war ja so ein, so im Prinzip ein zentraler Speicher von gewissen Überweisungen, irgendwie 2 Milliarden Euro, Dollar, Pound. War alles mögliche dabei. Also in meiner Version, die ich gesehen habe, war da Pfund, Dollar. Ja, ja, war alles, bei mir auch, war auch alles dabei. Und das wird halt benutzt, falls man dieses, die Syndikat war ursprünglich eine Operation, da kann man jetzt auch schon mal sagen, die geplant wurde vom britischen Geheimdienst, um halt, um das alles, um diese Operation zu finanzieren, wurden halt diese Gelder überall bereitgelegt und auf diesem, in diesen Daten quasi gespeichert, um das halt für einen Fall des Ausbruchs, also was heißt zur Durchführung dieser Operation halt bereit zu haben. Ja. Das ist ja im Prinzip so der Clou dieses ganzen Geldes. Und das will natürlich Sean Harris gerne haben, weil wenn man mehr Geld hat, dann kann man halt auch mehr Leute töten als nur den Premierminister von Österreich. Das ist richtig. Da kann sich den Präsidenten wenigstens mal leisten. Ja. Sehr, sehr traurig, auf jeden Fall. Aber er hat es natürlich am Ende nicht geschafft. Und es kommt sozusagen zum Showdown zwischen Tom Cruise und Sean Harris. Und ja, der verfolgt ihn dann und so weiter und so weiter und folgt ihm dann so eine dunkle Gasse und dann ist er in so einem Autohaus, laufen die rein und Sean Harris verfolgt ihn, Tom Cruise springt in so ein Loch rein und Sean Harris springt halt hinterher und auf einmal sitzt er in der Falle in so einem Glaskäfig, da wird Gas reingeleitet. Er kann sich nicht befreien, weil das Glas schusssicher ist und ja, da wird er nicht vergast, also nicht falsch verstehen, sondern betäubt. Ja. Das wäre ein bisschen zu krass für den Film. Ja, wahrscheinlich schon. Also das ist halt so, so am Ende, wo die da auch in diesem Büro stehen mit dem britischen Premierminister und dem Chef des Geheimdienstes, wo halt, das fand ich ja eine sehr witzige Situation, wo dann der Chef vom ich weiß nicht, was das für ein Chef ist, der Typ, der auch das IMF halt stilllegen wollte. Ich weiß nicht, was das für ein Chef ist jetzt genau. Ich war vom Geheimdienst wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, vom amerikanischen, wo er dann sagt, ja, wir Wie, müssen Wie, meinst du jetzt, der von Alec Baldwin gespielt wird oder den anderen? Moment, muss ich gucken. Ich meine... Weil... Ja, den meine ich. Der von Alec Baldwin, das war der Secretary des CIA. Okay, gut. Und der sagt ja dann zum Premierminister, ja, hier, Ethan Hunt ist hier, also Tom Cruise. Ja. Und der sucht so ein Gehirngespinst namens Syndikat. Und sagt auf einmal der Premierminister, wie Syndikat? Ich dachte, das war nur ein Test. Und ja, dann steht der Typ da und denkt so, wie? Das ist echt? Also halt, wo er dann der Premierminister das Wort Syndikat hat und dann völlig aus den Socken ist, weil er dachte, das ist nur so ein Test, weil er das sofort abgelehnt hat, weil er das total dumm fand. Ja. Und das war ja ist so... Ja, ich finde ich auch ziemlich ein Schwachsinn gewesen. Ja. Sean Harris war ja mal nur so ein Geheimdienstangestellter, hat sich dann diese Daten genommen vom Syndikatprojekt und ist dann abgehauen. Und das hat halt der Typ vom Geheimdienst, der Chef da, der von Simon McBurney, gespielt wurde, der hat das versucht geheim zu halten, dass halt einer der eigenen Leute zum Bösen geworden ist. Und das war im Prinzip dann so der Clou des Films, dass das Ganze eigentlich doch echt ist und Tom Cruise unschuldig. Ja. Hätte man zwar erwarten können, hat auch jeder, aber trotzdem, ich fand so dieses Ende, diese Auflösung fand ich schon gut. Ja, also ich fand es auch gut. Es war nicht weltbewegend, weil du hast vieles kommen sehen, aber halt du hast eigentlich fast alles so kommen sehen, aber in diesem, was du hast kommen sehen, gab es schon ein oder zwei Überraschungen. Ja. Das fand ich halt angenehm. Auch wenn du so diesen großen Bogen schon weit im Voraus oft sehen konntest, waren immer ein, zwei Details drin, wo du sagst, oh, das hat mich jetzt überrascht, so ungefähr. Und dann fand ich auch so, weil Tom Cruise hatte das ja schon lange durchschaut, dass das eine Operation war, die dann fehlgeschlagen ist und sich irgendwer geschnappt hat und die durchgesetzt hat. Und als dann Tom Cruise, als dann auf einmal dieser Geheimdienstchef von England da steht, sich das Gesicht vom Leib reißt und Tom Cruise darunter mit einer Maske ist. Und der wollte nur, dass der Typ von CIA hört, dass das wirklich echt ist. Ja, genau.
Und waren halt ein paar ganz coole Ideen dabei. Und das war auch ganz angenehm. Das hast du halt wirklich auch nicht kommen sehen, dass das dann der Tom Cruise ist, der sich nur so eine Maske aufgesetzt hat. So ein Gadget, was du halt als Agent hast, natürlich. Ich meine, was wäre ein Mission Impossible ohne Gadgets oder ein Agentenfilm generell? Das fand ich auch so, das haben die ja vorher schon mal eingeführt, wo sie in dieses Ding einbrechen wollten, wo die ihm dann Simon Pegg einfach eine neue Maske geben wollten. Genau. Und dann hat man das so gesehen und dann hat man einfach gesehen, wie es fehlschlagen würde. Ja, das fand ich auch geil so. Und wenn das nicht funktioniert, bam, und dann kriegt er erstmal einen Stromschock und du denkst so, wie geil ist das denn? Es war auch eine super Szene, weil du denkst halt, hä, die besprechen den Plan und er funktioniert schon? Weil die reden und gleichzeitig filmen die halt schon die Szene, so wie es funktioniert und die sich das vorstellen und ich denke so, hä, wie dumm ist das denn? Und auf einmal kommt dann so Zugang verweigert. Und dann wird er erstmal voll mit Strom vollgehauen und liegt dann am Boden und dann denkt er. Dann ist da, glaube ich, auch so ein Standbild auf einmal. So ein Standbild von Simon Pegg und dann geht das wieder zurück in die Szene und sagen so, das klappt also nicht. Ja, das war ganz cool eigentlich. Ja, das sind halt so diese kleinen Momente. Ja, waren auf jeden Fall viele von solchen Sachen drin, die wirklich einen zum Schmunzeln gebracht haben. Und wie gesagt, ja, am Ende besiegen sie ihn. Das IMF, was vorher abgeschafft wurde, weil man nicht an das Syndikat geglaubt hat, wird wieder eingeführt. Der Alec Baldwin, der die ganze Zeit gegen sie war, wird der Secretary des IMF, wie komme ich jetzt darauf, des IMF und so geht der Film dann halt aus. Friede, Freude, Eierkuchen kann man eigentlich sagen. Ich finde auch, was man hier ja sieht, so diese Handlung, die ja so nebensächlich, ich finde die gesamte Handlung ist eigentlich nebensächlich, ich finde wichtig ist nur, wie sie das machen immer. Das stimmt. Das macht den Film immer aus. Das ist ja generell so bei, ich meine, interessiert sich jemand bei Terminator? Okay, bei Terminator schon, das ist ein sehr schlechtes Beispiel jetzt gewesen, weil da geht es um künstliche Intelligenz und so, das ist wirklich. Interessiert sich jemand bei Stirb langsam für die Handlung? Nein. Eben, und trotzdem ist es ein hammergeiler Action, ein hammergeiles Action, okay, Franchise kann man nicht sagen, weil die letzten Teile einfach zu krass scheiße waren. Muss man wirklich so sagen. Aber bei Transformers interessiert sich niemand für die Handlung und es ist Scheiß-Action. Ja, wobei die Filme haben eins gemeinsam. Immer wenn der Mann mitspielt, wird's irgendwie kacke. Ne? Shia LaBeouf, oder? Richtig. Schon, ich meine, Transformers ist kacke. Ja. Dann er hat ja nur in einem damit gespielt, oder? Nee, in zwei bei Transformers? Schon? Nee, bei Stopp langsam dann. Ach so. Hat er, glaube ich, nur bei einem mitgespielt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht bin Robert hat er noch mitgespielt. Ja gut, aber das ist ja kein direktes Franchise. Aber iRobot fand ich auch kacke. Also nicht, ich fand es nicht kacke, ich fand es nicht so gut. Ich finde ihn überbewertet. Indiana Jones, Kristallschädel. Okay, der Film ist einfach horrible. Also ich meine wirklich, der ist fürchterlich. Allein, ich glaube, dass über den müssen wir auch mal sprechen, aber ich glaube, ich habe selten einen Film mit einem schlechteren Ende gesehen. Also, das Ende von diesem Film ist einfach. Du magst Big Bang Theory nicht, oder? Nee. Kennst du aber die Folge, wo die über diesen Kristallschädel reden? Auf keinen Fall, nee. Da sagt halt, weil dieser Sheldon, der ist ja ein unglaublicher Indiana Jones-Fan. Ja. Und dann sagt halt seine auch sehr schlaue Freundin, sagt dann auf einmal: Ja, aber Indiana Jones ist doch für die gesamte Story eigentlich völlig irrelevant. Die Nazis hätten den Kristallschädel auch so gefunden. Ja, und vor allem dann mit den Außerirdischen und so, ey, das ist fürchterlich, also wirklich, das ist so, finde ich, die fürchterlichste Story-Auflösung aller Zeiten gewesen. Ich meine, entweder ich mache wirklich was Riskantes, ist halt so, dann wird's halt gut, oder ich spiele auf safe, wie bei Mission Impossible, war nichts Großes, aber unterhaltsam. Und, also jetzt vom Ende gesprochen, oder von der Handlung, die Handlung war nichts Großes, aber sie war halt so, dieses typische, damit kannst du nichts falsch machen. So, es wird sich keiner über die Handlung beschweren, aber es wird auch keiner die Handlung loben. Und ich finde, das ist eigentlich in so einem Actionfilm vollkommen okay, wenn die Kameraführung dann super ist und der Sound super und die schauspielerische Leistung war sehr gut und so weiter. Wenn das alles super ist, dann brauche ich nicht unbedingt sagen, oh, die Handlung hätte viel besser sein müssen oder so. Sie war okay und hat den Film auf jeden Fall unterstützt. Ich kenne keinen guten Shia LaBeouf-Film, um dabei zu bleiben. Ja. Außer,
Nee, hat er nicht sogar bei Teenage Mutant Ninja Turtles mitgespielt? Nee. Okay, oder? Das hat sich Michael Bay wenigstens noch nicht getraut. Nee. Fürchterlich, nee, ich guck da gerade drauf und es steht echt, das ist nur scheiße. Ah, kein einziger guter. Obwohl, Nymphomaniac soll ja ganz gut sein, habe ich mir aber nicht angeschaut. Ich habe mir den tatsächlich mal, der ist ja bei Netflix tatsächlich. Ja. Und ich habe mir die zur Hälfte angeguckt, beide. Ich finde das ja voll eklig, muss ich sagen. Also, ja, ich kann mir das auch nicht. Ich würde nicht mal sagen brutal, aber es ist einfach. Ich meine, einen Film von dem erwarte ich Entertainment. Das ist so wie mit 50 Shades of Grey. Ich kann mir auch. Aber da würde ich aber trotzdem nur einen Unterschied machen zwischen Nymphomaniac und 50 Shades of Grey. Ja, okay, Nymphomaniac ist sicher. Also, ich respektiere mal das, was Lars von Trier in seinen Filmen macht, stimmt, aber ich finde es immer zu krass. Ist ein besserer Film. Für mich ist es halt so. Wenn ich sowas gucke, so die meisten Leute gucken das eh nur, weil Sex drin vorkommt. Würde ich mal sagen, 80% gucken es deswegen. Ja. Und da kann ich mir auch ein Porno angucken. Da kann man wenigstens ehrlich sein, so, oh, ich gucke mir jetzt ein Porno an und nicht so, oh, ich bin total gebildet und ich gucke mir Nymphomaniacs an. Ich weiß, ich halte von solchen Filmen überhaupt nichts. Aber ist vielleicht auch nicht mein Geschmack. Sicherlich an sich kein schlechter Film, so was Handlungen und wie hart es dargestellt wird und so. Ist aber irgendwie so, ich stelle mir meinen Freitagabend anders vor, als auf der Couch zu sitzen und Nymphomaniacs anzugucken. Ich war halt so, weil ich mochte halt ich fand Antichrist ziemlich gut. War halt auch krass, aber... Ja. Ich will trotzdem einfach die Szene, wo Willem Dafoe von einem Holzstamm seinen Penis zerschlagen bekommt, das ist einfach legendär. Das finde ich einfach... Also ich, gut, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich mag, weil das ist zwar Gewalt, aber ich hasse dieses Versexualisierung so. In jedem Film muss einfach so wie Sex vorkommen, wie nur möglich und kann ich gar nicht leiden, sowas. Ja, schon. Oh. Ist ja aber auch ab 18, ne? Das stimmt. Ja, der Film soll da auch ab 18. Also, Nymphomaniac geht nicht ab 18. Ja, es gibt aber eine zensierte 16er-Version. Stimmt, die ist auch auf Netflix tatsächlich. Ja, die lief hier, weil die lief hier im Kino zum Beispiel. Echt? Haben die ab 18 nicht gezeigt? Krass. Nee, nicht im Kino. Naja, auf jeden Fall Mission Impossible 5. Um zurückzukommen, wir haben ja alles gesagt eigentlich. Ja. Schöner Film, kurzweilige Unterhaltung. Und sicher nichts, über das man jahrelang spricht, aber ich finde einen Film, für den es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Ich würde ihn mir, glaube ich, nicht angucken, wenn er im Fernsehen läuft, komischerweise. Aber ich finde, es lohnt sich, ihn im Kino zu gucken, weil die Kamerashots und so lohnen sich gerade, finde ich, wenn man ins Kino geht, muss ich sagen, bei dem Film. Ich finde bei Mission Impossible gerade so gut, dass du hast bei Mission Impossible, ist zwar so ein, das kennt jeder, ist ein Franchise, was jeder kennt, aber es ist nicht sowas wie, weiß ich auch nicht, Star Wars, okay, Star Wars ist ein großer Vergleich, aber sagen wir Terminator, sorry, dass du so Hardcore-Fans hast. Mission Impossible hat, glaube ich, einfach hat keine Hardcore-Fans. Ja, ich habe noch niemals gehört, so, was ist dein Lieblings-Franchise? Mission Impossible. Ja, das habe ich auch noch nie gehört. Und deswegen, obwohl alle Filme gut, also nicht alle sind, obwohl doch, eigentlich sind alle Filme mindestens akzeptabel. Ja. Die müssen halt einfach nie irgendwie die Erwartungen ihrer Hardcore-Fans erfüllen. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch immer ein guter Film. Und ich glaube auch, dass die jedes Mal einen anderen Regisseur nehmen, kann auch nur gut tun. J.J. Abrams war ja diesmal dabei. Fand ich sehr, sehr cool. Also als Produzent. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er mit dem Film zu tun hatte, aber er war auf jeden Fall dabei. Und wo du es gerade sagst, fällt mir auch auf, ist schon eine beachtliche Leistung, die man auch mal loben kann. 5 Filme zu haben und nicht zu sacken, ist schon eine beachtliche Leistung. Also wenn ich so durch die Filme gehe, das hat selbst Star Wars nicht geschafft. Ja. Ich liebe Star Wars. J.J. Abrams war ja auch von Mission Impossible 3 der Regisseur. Wenn ich jetzt so überlege, Star Wars, Terminator, Stirb langsam, Transformers, hat's überhaupt irgendein Loaded Lethal Weapon? Ob es ein Franchise gibt, wo kein Film gesackt hat? Ja, wo zumindest, also ich sag mal so, nicht mal, wo kein Film gesackt hat, gibt's mehr, zum Beispiel Herr der Ringe, würde ich jetzt sagen. Ja, aber stimmt. Wo wirklich, wo es mindestens 5 Filme gibt, die nicht gesackt haben. Falls es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Selbst der Pate, der dritte, gesackt ist vielleicht ein hartes Wort, aber. Ich sag mal so, der Pate 3 hat im Gegensatz zum Paten 2 gesackt. So kann man es vielleicht sagen. Auf jeden Fall. Es war kein schlechter Film, aber der dritte war schon sehr, sehr schwach. Aber man kann ja vielleicht auch sagen, obwohl, nee. Bei Star Wars würde ich mir ja noch mit mir
hadern lassen, dass es vier Filme sind, die gut sind. Ja, schon, aber wenn du jetzt durchgehst, ich sage mal, der vierte... Der erste ist halt der schlechte. Genau, und der zweite finde ich auch. 4, 5, 6, 1 und 2 haben gesackt. 3 fand ich wieder gut persönlich jetzt. Ich kann verstehen, wenn andere den nicht gut fanden. Ich fand den auch gut. Und aber trotzdem gibt es da halt auch in der Reise 2. Von daher Respekt an Mission Impossible, generell an das Franchise. Haben wir wieder was richtig Cooles geschafft. Vor dem Film, das will ich noch kurz erzählen, wurde der Star Wars Trailer gespielt. Echt? Und alter Schwede. Vor allem, ich saß ja im Englischen und Film und die haben halt den Star Wars Trailer auf Englisch gezeigt. Im Kino. Und ich hatte so eine Gänsehaut und wirklich, ich habe gezittert, als ich da saß und ich wollte aufspringen. Das kann sich keiner vorstellen. Ich bin da wie ein Schuljunge, wäre untertrieben. Es ist einfach so geil. Und ja, hammergeil, als ich da drin saß. Was haben sie noch gespielt? Codename Uncle, wo ich sagen muss, finde ich irgendwie scheiße. Oh, ich fand den Trailer richtig mies. Also, muss ich ehrlich sagen. Alter Schwede, das sah so aus wie der letzte, wie so ein Kingsman-Rip-Off irgendwie. Obwohl das ja beides im selben Jahr kam, aber ich fand den Trailer fand ich richtig fürchterlich. Es gab noch von einem Film einen Trailer. Ich hab ihn ja gesehen, Codename Uncle, gestern in der Sneak Preview. Oh. Ja. Ja, bei uns ist morgen Sneak Preview. Vielleicht gehe ich. Nee. Ja, bei uns ist in einem Kino mittwochs, in einem Kino dienstags und gestern bin ich halt da gegangen, dann kam Codename Uncle, das hatte ich mir auch schon denken können und der ist scheiße. Das habe ich mir gedacht, also der Trailer sah richtig mies aus, muss ich sagen. Ja. Ich dachte erst, Codename Uncle wäre gut und ich habe erst nach 2 Minuten im Trailer oder so, wo die das erste Mal seinen Namen gesagt haben, weil ich gehört habe, der Film soll nicht schlecht sein oder so von irgendjemandem oder ich hatte mich auch nicht informiert und so und dann sehe ich halt den Trailer und denke, oh Mann, was ist das denn für ein Mist? Und irgendwann. Vor allem die Namen sind so schrecklich. Und Napoleon Solo. Ja. Das ist die Name des Hauptcharakters. Was ist das für ein Name? Ja. Lieber Han Solo. Das ist ein vernünftiger Name. Oder Napoleon nur. Ja, aber es gab auf jeden Fall. Irgendeinen Trailer hatte ich noch, der richtig, richtig geil aussah. Ich weiß leider nicht, welcher. Spectre? Ah, stimmt, der war dabei. Richtig. Geile Sache auf jeden Fall. Gibt ja einen extra Kinotrailer so für Spectre, den man noch nicht im Fernsehen gesehen hat. Der geht irgendwie 1 Minute und du siehst halt, wie in dem YouTube-Trailer, den es gab, zum Beispiel Batista nicht. Und du siehst in dem Kinotrailer nur Walz so im Schatten, was ich halt extrem geil finde immer. So, wenn du nicht alles zeigst und so, deswegen darauf freue ich mich auch schon und ja, mal gucken. Auf jeden Fall, was jetzt alles rauskommt. Ich denke, ich werde jetzt auch öfter ins Kino gehen und auch mal in deutsche Filme, damit wir mehr besprechen können. Ja. Und Fantastic Four will ich auf jeden Fall noch machen. Ant-Man auf jeden Fall. Fantastic Four willst du wirklich machen? Ja, ich will natürlich. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, also Fantastic Four soll auf jeden Fall Schmutz sein. Ja. Habe ich gehört. Aber Ant-Man zum Beispiel soll super sein und von daher gleichen wir das aus. Aber was willst du erwarten von den Fantastic Four? Ich meine, das ist Incredibles in Scheiße. Du hast doch bestimmt Interstellar geguckt, oder? Natürlich habe ich Interstellar. Ja, natürlich ist Interstellar. Hast du schon den Trailer von Der Marsianer gesehen? Ja, ich fand den tatsächlich gut. Also, ja, ich ja auch, aber irgendwie ist es schon ein bisschen so, es sieht so einfach so aus, als hätte man die Story von Matt Damon und auch von Interstellar einfach gemacht. Ich dachte so, oh, Interstellar 2. Ich auch. Und es war schon geil, aber ich finde die Story extrem gut und so. Ja. Und den Trailer fand ich auch extrem cool, aber es wirkte echt so wie. Es vor allem die Kamera und so alles genau wie bei Interstellar. So 1:1 sah alles aus. Ich dachte und der so. Der Anzug auch irgendwie. Ja, es war wirklich komplettes Rip-Off. So von, also vielleicht nicht von der Story, aber so von den Kamera. Wobei von der Story eigentlich auch. Weil Matt Damon ist in Interstellar auch ein verschollener Astronaut. Oder? Ja. Also, ja, da ist er auch auf diesem einen Planeten. Und der soll, ja genau, und der soll gerettet werden. Ja, eben. Ja. Also, ich meine. Da haben die einfach. Die haben wahrscheinlich einfach die Szene aus Interstellar genommen, die du eh hättest rausschneiden können, weil sie viel zu lang war. Und der einzige Kritikpunkt mit dem Ende an dem Film ist halt, dass er zu lang ist. Die haben einfach die Szene aus Interstellar genommen, haben die dann selber auf 2 Stunden gezogen und gesagt, okay, dann machen wir nochmal einen eigenen Film drauf. Das ist wahrscheinlich so ein Spin-off. Es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Filme, die jetzt auch nicht in nächster Zeit, aber dieses Jahr auf jeden Fall rauskommen, die ich unbedingt gucken will. So.
so die, also ich, die meine drei Favoriten sind eigentlich Star Wars, Spectre und Southpaw. Southpaw läuft ja, glaube ich, schon, ne? Nächste Woche, glaube ich. Nächste Woche, ich habe nämlich geguckt, beziehungsweise, ich glaub, oder der morgen. Läuft bei uns nicht ich glaube, glaub, ich glaub, es kann morgen sein. Southpaw läuft noch nicht bei uns im Kino. Und ich raste richtig aus, wenn das so ist. Also, Southpaw. Ja, das ist so ein Film wie Whiplash und ja, Foxcatcher. Ja, hallo. Southpaw soll sich jeder angucken, denn er wurde geschrieben von Kurt Sutter. Und was hat Kurt Sutter geschrieben? Ich weiß, mich werden jetzt die Leute hassen, aber die beste Serie hat Kurt Sutter geschrieben, nämlich Sons of Anarchy. Richtig. Und deswegen werde ich mir diesen Film schon angucken, weil Kurt Sutter ist ein verdammtes Genie und deswegen werde ich mir Southpaw irgendwie angucken. Ich hoffe, er kommt doch bei uns ins Kino. Es ist echt so, ich fand es auch ganz schrecklich, dass die ganzen Oscar-Filme nicht in den normalen Kinos kamen, so in den ganz normalen. Ich habe, glaube ich, Grand Budapest Hotel, glaube ich, habe ich in keinem Kino bei uns. Nee, sowas läuft auch einfach nicht im Kino, so gute Filme. Ja, ich frag mich manchmal so, wie kannst du für so einen Oscar nominiert werden und so ein großer Film sein? Und der lief nicht bei mir im Kino, so wo ich mir manchmal, und vor allem Southpaw habe ich schon mal geguckt, hat bei IMDb jetzt schon irgendwie 8,5 gehabt oder so. Ja, aber bei Rotten Tomatoes nur 58%. Okay, ja, das fand ich auch komisch, aber ich fand die Trailer total geil. Also ich bin mal gespannt, von daher werde ich mal gucken und wie gesagt, tut es für kürzer, da 7,9 hat er. Also ihr, zum Vergleich, Mission Impossible hat auch 7,9, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf einige Reviews freuen. Auf die drei Filme, auf die ich mich am meisten freue, sind eigentlich Star Wars, Star Wars und Star Wars. Eventuell freue ich mich auch noch auf Star Wars, aber dafür müsste ich erstmal in Star Wars gehen, um zu sagen, dass ich mich auf Star Wars freue. Ja, man merkt schon, Star Wars ist einfach, ist so das, was sich durch mein gesamtes Leben zieht. Star Wars war das erste Geschenk oder mein Weihnachtsbaum, an das ich mich erinnere. Und mit 6 habe ich den vierten Teil zum ersten Mal gesehen. Und das zieht sich einfach durch. Irgendwie alles, was ich habe immer irgendwann was Unterschiedliches gemacht. Mal das. Aber Star Wars zieht sich bei mir einfach durch. So, PC-Spiele und all. Ich stand immer darauf. Aber Star Wars geht bei mir immer. Und von daher, was es einfach für mich bedeutet, einen neuen Star Wars zu sehen, ist jeder riesige Star Wars-Fan. Ich denke mal, du bist ja auch großer Star Wars-Fan. Ja, kann mich da verstehen. Und von daher, allerdings muss ich natürlich vorher noch mal triologieren. Bevor ich. Natürlich. Ich werde aber niemals sexologieren. Nee, das stimmt. Wobei, da, eigentlich mache ich das schon, aber ich gucke halt, wenn auch original. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Es gibt ja Leute, die lassen 1 und 2 aus. Ich gucke gerne das Komplette, auch wenn 1 und 2 sacken, aber immerhin hat 1 eine richtig geile Szene, die zwar von 1,5 Stunden nur 5 Minuten ausmacht, aber eine geile Szene mit dem Endkampf ist wenigstens dabei. Ja, vor allem auch die beste Filmmusik der Geschichte. Also ich war noch... Die sagen ja irgendwie Feuer, ne? Ich verstehe immer Feuer. Nee, die sagen, glaube ich, nicht Feuer. Keine, ja, ich weiß, das hört sich auch nur Fates so an. Fates wahrscheinlich, weil es heißt ja Duel of the Fates. Ich wollte das einfach mal als Feuermelder haben. So, Feuer! Ja. So geil, ja. Aber der Imperial, nicht der Imperial Marsch, sondern der Jedi Temple Marsch ist auch geil. Ja, was aber, also, nochmal kurz, auch noch 2 Filme, die ich auf jeden Fall dieses Jahr noch gucken werde, wenn sie dieses Jahr in Deutschland auch schon rauskommen, das weiß ich nie bei Oscar-Filmen. Oscar-Filme kommen in Amerika meistens schon so November raus und bei uns dann irgendwie im März. Ja. Das ist aus irgendeinem Grund immer so. American Sniper zum Beispiel, den fand ich übrigens scheiße, aber der lief ja in Amerika. Und du fandst den? Was? Ich fand ihn gut. Echt? Mhm. War der zu Amerika irgendwie? Mhm. Als Amerikaner hätte ich den auch abgefeiert. Nee, ich bin ja ein Amerika-Fan. Echt? Ja, ich bin ja auch jemand, der sehr patriotisch ist und ich fand den Film gut. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, es gibt einen Unterschied. Der Typ, der es beruht hat auf einer wahren Begebenheit, allerdings muss man halt wirklich sagen, dass der Typ in Wirklichkeit ein bisschen anders war. Ja. Ich kann verstehen, aber wenn ich jetzt den Film als Film sehe, sage ich, es war für mich ein super Film. Und wenn man den Typen nicht mag, kann ich es verstehen, aber im Film war er nun mal kein Arschloch. Und wenn das in Wirklichkeit war, ist das eine andere Sache, aber ja, im Film war er nun mal nicht so. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, naja, der war ja in Wirklichkeit ein Arschloch, also muss er im Film ja irgendwie auch eins gewesen sein, so ungefähr, aber war halt. Ja, aber auf jeden Fall dann noch
ein Film, der auf jeden Fall, den ich auf jeden Fall gucken muss, ist The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Wollte ich auch gerade sagen. Heute kam ja der Trailer raus. Echt? Ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich gleich mal machen. Ja, habe ich eben gemacht, bevor wir angefangen haben. Ich habe das Comic-Con-Panel gesehen. Ja. Und obwohl ich den Trailer auch nicht so, du auch nicht, hast du, glaube ich, schon geschrieben, The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Ja. Will ich gucken, obwohl der Trailer mich auch nicht so überzeugt hat. Nee, mich auch nicht. Aber um noch zu Quentin Tarantino zu kommen, wenn wir diesen Film besprechen, erzähle ich ja mal die Story. Ich glaube, die habe ich noch nicht oft genug erzählt, wie ich Quentin Tarantino mal gesehen habe. Ach so, ja, stimmt. auf Arbeit bei mir. Ja. Ganz lustige Geschichte auf jeden Fall. Ja, und ich denke, damit beschließen wir es. Jetzt haben wir einiges angeteased, was wir besprechen müssen. Am Wochenende wird ja die erste Serienreview kommen. Stimmt. Und es startet mit der Serie, mit der bei mir zumindest alles begonnen hat, mit Filmen und Serien, vor allem mit Serien. Und da dürft ihr gespannt sein. Wie gesagt, wahrscheinlich werden in den Kommentaren viele wissen, wovon ich rede. Ja. Aber alle Staffeln liegen gerade rechts neben mir, außer eine. Und das ist schon Tipp genug. Die letzte, denke ich mal. Die letzte, genau. Aber darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. ein sehr kontroverses Thema. Auch die vorletzte, habe ich festgestellt, ist bei manchen ein sehr kontroverses Thema, wobei ich das nicht verstehe, aber... Als Kind war ich richtig enttäuscht, weil die nur halb so viele Folgen hatte. Aber, nee. doch, die hat glaube ich... Die hat aber auf jeden Fall weniger. Die siebte hat halb so viel. Die achte hat wieder voll. Die vorletzte ist für mich die siebte. Ach so, also dann meinst du, die letzte hast du nicht neben dir, weil du die nicht gut fandest, oder was? Doch, die letzte. Ach so, okay, jetzt sind wir auf einem Nenner, okay. Ja, jetzt verstehen wir uns. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Leute wieder komplett durcheinander gebracht, sehr schön. Aber ich denke, jetzt weiß jeder, worum es geht. Und dann freut euch auf Wochenende, in Zukunft. Mal gucken, wie wir das weiter handhaben mit den Serien- und Filmreviews. Ich denke, nächste Woche werden wir dann wieder eine Filmreview auf jeden Fall machen. Ja. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich Sonntag in Ant-Man gehen oder so. Oder in einen anderen Film. Mal gucken, worauf ich am Sonntag Bock habe. Und dann, du hast ja eh alles gesehen. Egal, in was ich gehe. Ich gehe ständig ins Kino, ja. Warte, ich gucke jetzt einfach noch schnell auf Cinemax und suche mir einen Film aus. Und... Sag dann. Ich bestimmt nicht gesehen haben kann, oder was? Ja, genau. Geh einfach in Barbie, eine Prinzessin im Rockstar-Camp. So. Läuft sowas eigentlich bei der Sneak Preview? Kann das vorkommen? Das kann vorkommen. Ich hab schon ganz schlimme Sachen in der Sneak Preview gesehen. Ich wollte ja immer hin, aber ich habe mich nie getraut. Aber scheint ja noch. Kann man sowas auch wie. Wie viel? Bei uns kostet der nur 5 Euro halt. Geil. Aber kann man sowas auch wie Star Wars? Kann das kommen? Also, ich meine, dann kurz bevor Star Wars. Es lief bei uns tatsächlich Avengers 2. Also, weiß ich nicht, ob Star Wars auch laufen kann. Ich weiß nicht, ob Star Wars noch höher angesiedelt ist als Avengers 2. Also ja, für Fans, aber ich weiß nicht, wie das bei Hollywood ist. Aber Avengers 2 lief einen Tag, bevor es rauskam. Star Wars, sage ich jetzt schon, wird der Film, der am meisten einnimmt. Ja, ich sag, okay, Star Wars wird erfolgreicher als Avatar, sage ich voraus. Echt? Ist meine Schätzung, ja. Es könnte echt sein, ja. Oh. Es wird auf jeden Fall den neu aufgestellten Rekord. Also dieses Jahr. Ja, das auf jeden Fall. Also Jurassic World wird es locker wegklatschen. Ja. Bin ich der Meinung. Also wirklich, wird es ganz locker weghauen. Aber. Ich dachte schon, dass Terminator da schon wieder wegklatscht, obwohl da alle enttäuscht sein werden. Ja, aber gut, dafür war Terminator aber auch nicht gut genug, glaube ich. Da haben sich einfach zu viele abschrecken lassen, so wo dann gesagt wurde, oh, der ist aber nicht gut. Ich glaube aber, es könnte auch gut sein, dass in Deutschland Fuck You Goethe 2 echt wieder einer der besten Filme wird. Ja gut, in Deutschland sowieso, aber Deutschland. Ja. Ich meine, Fuck You Goethe ist nicht schlecht, aber bester Film, come on, Alter. Ja, aber ich meine, das wird am meisten einspielen. Ja, guck dir Deutschland an. Ich meine, was läuft da im Fernsehen? Da siehst du ja schon, auf was Deutsche stehen. Also Ich hab eben meinen Fernseher gemacht und es liefen auf einmal zwei nackte Typen auf einer Insel rum. Adam und Eva, oder? Ja, ich habe von der Serie in der Zeitung gelesen. Ja, ich hab's gesehen und ich dachte so, Alter, was läuft denn hier jetzt? Ja. Aber wir leben halt in einer fürchterlichen Zeit des Fernsehens. Ja, man ist selbst schuld, wenn man auf RTL geht, muss man auch mal dazu sagen. Nee, aber die Öffentlich-Rechtlichen sind auch nicht besser, muss man einfach mal so sagen. Da läuft dann der neue Film mit Veronika Ferris oder die Bergdoktorin. Aber nachts geht's meistens. Nachts kommen sogar. Ja, dann die Dokus oder so, die dann kommen. Ja, das sind auch Filme zum Teil. Stimmt, ich habe mal auf Dreisat den Paten gesehen. Ja, in HD. Das läuft zum Teil einfach. Es ist übrigens, man sollte das unter Strafe stellen,
ich fand den Paten in HD extrem scheiße. Wollte ich nur noch mal sagen, der kommt in HD einfach nicht rüber. Muss ich. Das ist genauso so. Wie Donnie Darko. Donnie Darko kam mal als Blu-ray raus und die Qualität war einfach scheiße, weil du kannst alte Filme einfach nicht so aufpolieren. Also zumindest, also ich sag mal so, wenn du jetzt zum Beispiel Star Wars das machst, bei Star Wars ja. Passt es. So klar. Bei solchen Filmen, aber doch nicht beim Pate, was so davon lebt, von diesem alten Charme, so, das kannst du ja nicht machen. So, da kaufe ich mir den lieber auf Videokassette und hole mir nochmal einen Videorekorder. Aber wir müssen das auf jeden Fall jetzt verkürzen. Wir haben die Leute jetzt, glaube ich, genug angeheizt für die nächsten Wochen. Und ja, Mission Impossible 5, um drauf zurückzukommen, bekommt von mir so zwischen 7 und 8 irgendwas, Tendenz zu 8, würde ich sagen. Ja. Da bin ich auch so bei IMDb, 7,9 haben die gegeben. Da siedle ich mich auch an. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Genrewertung, würde ich schon fast 9 geben. Ja, auf jeden Fall. Genre wäre auf jeden Fall eine 9. Aber ich sage jetzt so, wenn ich es jetzt dieses Jahr mit Mad Max oder so vergleiche, natürlich, Mad Max war für mich 9,5, würde ich sogar schon fast sagen. So. Ja. Ja, wobei 9,9 würde ich sagen, war. Obwohl der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, war Whiplash. Aber einfach nur, weil du bist ja auch, weil ich Schlagzeuger bin. Ja, ich bin auch Schlagzeuger, aber ich fand Whiplash auch super. Aber ich muss halt sagen, so Mad Max war halt der Shit. Also, war der Shit. So. Muss ich einfach sagen. Auf jeden Fall. Sollten wir auf jeden Fall dann, wenn die Blu-ray draußen ist, reviewen wir das mal. Ja. Ich denke auf jeden Fall, mit Star Wars wird auf jeden Fall das eins der besten Kinojahre der Geschichte eingeleitet. Das ist ja jetzt schon super mit, was alles rausgekommen ist und. Aber 2016 wird, glaube ich, der Hammer. Ah, jetzt fällt mir übrigens ein, falls es jemand weiß, es kommt irgendein Prequel oder Sequel zu irgendeinem bekannten Franchise raus, zu dem ich jetzt den Trailer gesehen habe im Kino. Das war, was mir vorher nicht einfiel. Und ich dachte, oh mein Gott, wollen die das vergewaltigen? Ich weiß leider nicht, was es war. Falls jemand weiß, was gerade aktuell wieder geplant wird oder wo gerade ein Trailer rauskam von irgendeinem bekannten Franchise, das zu rebooten oder so, dann... Ah, nee, ich habe... Jetzt weiß ich wieder, Paranormal Activity. Übrigens, so. Meiner Meinung nach, der überbewertetste Film für Fans so, wo fällt. Wie hieß das Reboot denn auch Paranormal Activity? Nee, sorry, das war Paranormal Activity irgendwie Tobi. Irgendwas mit Tobi halt, weil der da überall mitspielt, ne? So heißt doch der Geister, oder? Keine Ahnung. Ich hab die auch außer den ersten nicht gesehen. Ich finde Paranormal Activity extrem scheiße, wollte ich nochmal sagen. wie gesagt, ich kann verstehen, dass Leute die gut finden, aber es ist halt einfach nicht gut. Also, so, ich finde, es gibt auch Filme, die ich gut finde, aber ich gebe trotzdem zu, dass das keine guten Filme sind. So, und Paranormal Activity finde ich halt einfach. Ich grusel mich da auch nicht. Ich finde dieses mit der Shaky Cam und so, da grusel ich mich eher vor der Filmqualität als vor dem Film. So, und so 50 Jumpscares? Was meinst du, wenn so, diese erschreckende Moment? Ja. Ah, okay, nee, keine Ahnung, wie das heißt. Jumpscares heißt es, glaube ich. Ja. Kommen dann zum Beispiel, einfach... wenn in der Küche alle Türen auf einmal aufgehen. Naja, wenn auf einmal so ein Gesicht vor die Kamera kommt, mit von jetzt auf gleich so. Und was aber noch nie jemand gemacht hat, was ich aber extrem geil finden würde, wenn einfach so ein richtig spannender Moment in einem Horrorfilm und auf einmal kommt dieses Exorzist-Gesicht auf die Weinwand und schreit Leinwand. Ich fände es mal extrem geil, wenn gar nichts passiert. Also wirklich so, normalerweise ist ja ein Horrorfilm immer, es passiert gar nichts und dann kommt es unerwartet. Ja. So, das ist eigentlich in jedem schlechten und guten Horrorfilm so, selbst in Zombieber. Oder wir sollten nicht drüber reden. Das ist genau das, was die Biber wollen. Es ist zu hart. Ist auf Netflix, kann man sich angucken. Sehr schön auf jeden Fall für kurze Unterhaltung. Ja. Und ich fände es einfach mal geil, wenn irgendwie so Paranormal Activity würde ich gerne mal machen. Und es passiert einfach gar nichts in dem Film. So, hey, ich gehe heute einfach mal Zähne putzen und gucke in den Spiegel und. Es passiert einfach gar nichts. Das wäre so mein perfekter Paranormal Activity Film. Ja, aber okay. Um das Ganze abzuschließen, vielleicht können ja einfach mal alle drunter schreiben, was ihr Lieblings-Mission Impossible Film ist. Genau. Was wir noch reviewen sollen von den Filmen, die ins Kino kommen, von Blu-rays, die jetzt rauskommen.
oder von älteren Filmen oder Serien oder was weiß ich, was hättet ihr gerne reviewed? Und da ich ja jetzt auch Zeit habe, weil ich die Main-Shows ja nicht mehr gucke, habe ich jetzt auch mit abgeschlossen. Habe ich mir heute so gesagt. Na, ich. Und von daher werden wir, ja, da auf jeden Fall versuchen, viel zu machen. Alles ist wahrscheinlich nicht möglich. Aktiver zu werden. Genau, ja, alles ist auf keinen Fall möglich, weil muss ja auch arbeiten, so ungefähr. Ja. Und von daher, ja, bleibt dran und wir hören uns. Tschüssing! Tschüssi!